Okay, es geht weiter. Was kommt denn jetzt? Hoffentlich fehlt dem König nichts. Wieso erwähnst du das aus dem heiteren Himmel? Ich wollte mich bloß vergewissern, dass ich ihn nicht vergessen habe. Und? Ich erinnere mich noch genau. Goofy und ich sind ausgezogen, ihn zu finden. Ja, er blieb auf der anderen Seite der Tür zur Dunkelheit, um die Welt zu retten. Wenn sich Goofy noch erinnert, werde ich das auch nicht so schnell vergessen. Und ich suche Riku. Er war beim König, als die Tür zuging. Das war einfach. Die wichtigsten Erinnerungen können wir wohl nicht vergessen. Ich hoffe nicht. Okay. Ich wette, Riku und der König sind noch zusammen. Wir müssen den König rasch finden. Das zumindest werde ich nie vergessen. Hallo, kannst du? Danke. Hoho, hoho. Wow, Axel, der kleine Sora scheint dich ja sehr zu faszinieren. Dich etwa nicht? Diese Faszination hat einen Grund, das werdet ihr später erfahren bei meinem zweiten Let's Play von dem. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wüsste gern, was du so denkst. Er wurde ein herzloser Galaxie, und du weißt, wie Menschen dann werden. Diejenigen, die ihr Herz verlieren, verlieren auch den Verstand und ihre Gefühle. Sie werden von der Dunkelheit verschluckt. Richtig, aber bei Sora war das anders. Er hat selbst als Herzloser an seine Gefühle festgehalten. Das ist bisher noch nur noch einem anderen gelungen. Es ist also die Stärke seines Herzens, die dich fasziniert. Das Herz, das vom Schlüsselschwert auserkoren wurde. Wieso strahlt sein Herz so hell? Was verbirgt sich in seinen geheimsten Tiefen? Das Herz ist etwas sehr Geheimnisvolles, Axel. Mag sein, aber dieses Geheimnis zu lüften ist der Grund, weshalb es uns die Organisation 13 gibt. Die Organisation. Mit Ausnahme unserer Freunde vergessen wir also nach und nach alles. Was wir wohl jetzt gerade vergessen haben? Mir fällt nichts ein, ich hab's wohl vergessen. Ach, immer dieser Flachwitz, aber Goofys Augen. Oh, so kleiner Goofy. Oh. Aber was es auch war, es war sicher nichts Wichtiges. Ahua! Genau, sonst hättest du es ja nicht vergessen. Seht euch das an. Was ist das? Der Glücksbringer, den mir Kairi geschenkt hat. Um das zu verstehen, muss man Kingdom Hearts 1 gespielt haben. Er war ihr so wichtig, dass ich ihr versprochen habe, ihn zurückzugeben. Ein Versprechen, das ich halten werde und weswegen ich auch Kairi nie vergessen werde. Diesen Satz merkt euch mal und später im Spielverlauf werdet ihr merken, was passiert ist. Ich frage mich, was sie wohl gerade macht. Oder gerade treibt. Oder mit wem es treibt. Kairi? Was? Oh. What happened? Wer war das? Hallo? Bist du noch bei uns? Oh, nichts, schon gut. Schön, gehen wir weiter. Dieses Mädchen habt ihr schon beim Intro gesehen, bestimmt. Sie hat eine besondere Bedeutung. Kairi wird so glücklich sein, wenn du Riku wieder nach Hause bringst. Und verliere bloß nicht den Glücksbringer von Kairi. Sie hat eine besondere Bedeutung. Reisekrone, Geschichte. Ach. Ich weiß nicht, ob ich das alles zeigen soll. Das ist eigentlich unwichtige Dinge. Herzlosen. Ach, diese Herzlosen. Ey, das muss man echt nicht alles zeigen. Das bringt auch nichts. Die ganzen Dinge weiß man sowieso von Kingdom Hearts 1. Außer diese Raumkarten, die haben sowieso nicht so eine wichtige Funktion. Agrabah. Ach, der Boss war hier richtig easy, weiß ich noch. Schau, Sora, da steckt jemand in Schwierigkeiten. Wir müssen etwas tun. Ey, die Musik geht doch ab. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Danke, ich dachte schon, ich wäre erledigt. Okay, jetzt kommt ein Kampf gegen Alibabas. Ich weiß nur, dass ich beim ersten... Ach, neue Gegner auch noch dazu. Gut, das, wenn die jetzt auftauchen, kann ich die alle später rausschneiden.
Ich habe eine Idee. So. So, so. Kommt mal alle her in die Mitte. Ja, tanzt nicht vor mir rum. Okay, die sind tot. Eine neue Stufe auch noch. Danke. Eklige Monster. Diese grünen heilen die Gegner hier. Deswegen sollte man sie am besten lieber als erstes töten. Ach, du kannst sowieso nicht angreifen. Ah. Oh. Waren die. Konnte man die nicht mit Magie töten? Okay. Raum der Begegnung. Und ein Level Up. Das hier. Es geht hier weiter und ganz beständig mein Level Up hier. Oh, noch mehr. Es werden immer mehr. Dann sollten wir jetzt besser prüfen, ob die Legende wahr ist. Okay. Wunderlampe, mein erster Wunsch. Schaff mir diese Herzlosen vom Hals. It's time for Genie. Hat da jemand Wunsch gesagt? Aus dem Weg, Kinder. Der Lampengeist kommt heraus. Wartet. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Es geht weiter. Es gibt nichts, was ich nicht gebacken bekäme. Wenn ihr doch bloß einen Ofen hätten. Nun aber genug der trockenen Späße. Ja, der ist sehr, sehr trocken. Einmal Herzlose von der Bildfläche verschwinden lassen. Kommt sofort. Herrje. Du hättest ihn gleich rufen sollen. So einfach ist das nicht, wisst ihr? Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, aber ich sag's trotzdem. Jeder Meister hat nur drei Wünsche frei. Und sich neue Wünsche zu wünschen, gilt nicht. Klack. Dann hast du also noch zwei Wünsche übrig. Überleg dir gut, wofür du es benutzt. Ich muss sie irgendwie zum Palast zurückbekommen. Aber bei all diesen Herzlosen... Hey Sora, wir müssen doch auch dorthin. Warum gehen wir nicht mit all denen mit? Warte mal. Erstens, warum müsst ihr zum Palast? Zweitens, woher weißt du, dass es Aladdin ist? Die Idee finde ich gut. Das wäre super. Super, ich danke euch. Schlüssel des Anbeginns. Agrabah. Die Stadt in der Wüste. Aber erstmal, Weltkarte, wie groß ist das? Okay, gut, gut, ist nicht so groß. Okay, dann muss ich hier hin, dann kann ich... Okay. Geht klar. Die Gegnersorte habe ich noch nicht gezeigt, die zeige ich dann jetzt noch. Es gibt noch eine andere Version von diesem Gegnersorte, die kommt erst später. Sage ich jetzt schon. Und hier in diesem Gebiet gibt es noch eine Gegnersorte, die ihr noch nicht gesehen habt. Das ist die Ardowampel, der Agrab... Die arabische Version von Ardowampel. Ach, hier ist die. Ach, die ist ekelig, weil die hat eine bekackte Fähigkeit, die ich sehr, sehr hasse. Die kann Feuerbälle spucken. Ja, wie ihr gerade seht. Okay, ich habe Aladdin bekommen. Achso, er hat ja so eine besondere Fähigkeit. Seht euch die an. Ja, fickt euch. Ich kann ihn überall lenken. Okay, danke. Und so, Aladdin. Okay, danke schön. Jetzt haben wir alle Gegnersorten hier gesehen. Ach du dämlicher. Oh, die auch noch. Die habe ich total vergessen, dass die auch hier existieren. Egal, Aladdin kann das auch schon klären. Okay, Donald. Okay, sehen wir mal. Okay, zwei getötet. Ach, deswegen habe ich die wohl gehasst. Okay, ich muss jetzt auf die andere Seite. Wegen den Punkten. Wieso triffst du nicht?
Ekliger Bastard. Egal, jetzt ist der auch tot. Oh, ich will keine Karten von mir. Oh, das ist Kacke. Ach, die gibt's ja auch noch. Total vergessen. Gelbe Version von denen, die können Blitze. Komm. Irgendwie kann er mit seiner Waffe durch die Fettwand hier. Aber ich nicht. Nein, ich kann es nicht, weil ich es nicht kann. Aber der Aladdin schafft es ja. Okay, danke. Okay, so. Egal, wenigstens eingetroffen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich freue mich jetzt schon, das alles rauszuschneiden. Das wird ein Heidenspaß, Leute. Ein Heidenspaß. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Gegnersorten hier gesehen. Oh, ich höre das Telefon. Ich hoffe, das ist nicht für mich. Wenn doch, dann tut mir leid. So. Gut, so. Ach, wieso triffst du denn nicht? Okay, das ist anscheinend für meinen Bruder ein Telefonat. Gut. Aufladen. Okay, der ist auch weg. Ich weiß, das ist langweilig, Leute, aber was soll man machen? Es ist das Spiel, das so ist, nicht ich. Gerade, warum ich das nicht, warum ich früher allerdings nicht so oft, warum ich ihn früher nicht so oft benutzt habe. Ich habe echt ihn früher so wenig benutzt. Okay. Wie das übliche, erstmal eine Schatzkarte benutzen. Um zu sehen, was für ein Schatz ich hier finde. Und Gravitas habe ich gefunden. Gut. Gute Zauber, die kann ich später für Kombos gebrauchen. Erst und dann ein Pupu. Pupupupu. Okay, jetzt. Leben kann man gebrauchen. Ich habe jetzt gerade auch wenig. Und hier kriege ich ein neues Set. Und was kriege ich? Endlich mal anständige Waffen, verdammt. Sehen wir mal. Ja, geht doch, geht doch. Nochmal eins. Ich habe ja sowieso genügend Punkte. Ey, diese drei sind doch perfekt. Okay. Mit solchen Karten kann ich doch mein Set, mein Deck ja gut bestücken. Du musst weg. Karten hinzu. Das hier eins, das hier eins. Das hier eins, das hier eins, das hier eins. Und das hier eins. Okay, dann so. Karten weg. Was für eine Karte kann weg? Die hier. Ich habe ja bessere Karten hinzu. Okay, und so. Verdammt! Karten weg. Die muss weg. Die muss weg. Die auch. Die auch. Karten hinzu. Geht doch. So, so, so. Oh.
Ach, ich lasse die einfach mal da. Okay, das ist jetzt mein Set. Das ist eigentlich gut, die Karten. Also, ich muss mal genau ansehen. Die Karte kann ich eigentlich wegmachen, die hier. Weil ich eine 6 Stück habe hier. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Tut mir leid, dass wenn es so lange gedauert hat jetzt. Und so. Und daraus machen wir jetzt einen Raum, wo wir speichern können. Wir brauchen immer einen Raum zum Speichern, das ist wichtig. Okay, Mogri-Punkte. Okay. Und nächster Raum. Drängelnde, nee. Dösende, Premium-Raum. Stunde des Kämpfers? Ja, Stunde des Kämpfers. Die Karte bringt mir auch vieles. Die macht aus meinen Karten bessere Karten, also von den Werten her. Die ist auch gut. Okay. Ihr wisst nicht, wie lange die Kämpfe dauern. Echt nicht. Oh. Ey, der Altrum eines 10 Spielers. 3 Autobahnen. Scheiße. Was jetzt alle? Ja, es waren alle gut so. Okay. Und hier gibt es... Ach, irgendeine Karte. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Damit geht es auch viel schneller. Da stellen wir mal die Kisten. Oh. Oh, no, ja. Paar Nullkarten braucht man immer. Okay, so sieht es besser aus. Okay. Och, jemand hat gerade geklingelt. Weltkarte. Ich gehe erstmal nach dahin. Dann da. Dann da. Ach, ich habe meine kleine Schwester. Habe ich gerade die schwache Dunkelheit gemacht? Okay, da sind die Karten viel schlechter. Ach, der letzte, okay. So, haben wir das dann auch erledigt. Okay, dann gibt es nur einen Weg. Weltkarte, okay, dann haben wir es gleich geschafft. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oder soll ich das... Ach, ich mach starke Initiative. Das hat mir bisher sehr geholfen, die Gegner dann schnell zu töten. Geholfen, sehr, sehr, sehr. Die echt donnert ist ein bisschen dämlich. Die Erklärung kommt später. Keine Sorge, ich werde die Erklärung nicht vergessen. Oh. Also, es gibt ja diese Donnerzipfel. Wisst ihr, was Donnert macht? Er benutzt Donner gegen die. Ja. Seht ihr irgendwo den Sinn? Ich nicht. Ich sehe den Sinn nicht. Wunderlampe 3, geht doch. Dachte schon, dass jetzt Gegner rauskommen, aber anscheinend nicht. Okay, dann haben wir das auch. Z verwalten.
Ja, ist klar, dass ich es verwende. Ach, diese Premium-Karten Gravitas. Viel Schaden zugemäß restlicher LP des Gegners. Ja, das könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Stopp habe ich ja auch. Aber naja, sehen wir gleich mal. Stunde des Kämpfers. Okay, aber erstmal zu der anderen Tür gehen. Ich will mal sehen, was da ist. Wenn da eine andere Tür ist. Ist, okay. Achso, Premium-Raum. Ich wusste so irgendwie. Okay, alle Räume, alle Monster erledigt. Kein Bock, das alles jetzt, jedes Mal anzukündigen, dass ich das jetzt machen werde. Deswegen habe ich das alles rausgeschnitten. Und, okay. Okay, wir sehen uns bei der ersten Tür, also beim Schlüssel des Anbeginns bei der Tür. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Und, ich glaube, ich habe es vergessen. Ich habe ein Level-Up bekommen und habe meine Lebenspunkte erhöht. Das Witzige ist, das Video, also die ganzen, ich habe gerade mal die Kämpfe rausgeschnitten, es waren 39 Minuten. Aus diesen 39 Minuten wurden 21 Minuten. Weshalb gehst du in den Palast, Aladdin? Es geht um diese Wunderlampe, die ich in der Wunderhöhle gefunden habe. Ich muss sie sofort in den Palast bringen. Ich bin froh, dass ich es heil nach Agrabah geschafft habe. In der Höhle wimmelte es nur so von Herzlosen. Gab es dort niemanden anderen, der dir hätte helfen können? Ich weiß, wie du dich fühlst, Meister. Seit 2000 Jahren bringe ich den Menschen nun Glück. Und wer hilft mir? Ich träume seit langem davon, dass mir jemand die Freiheit wünscht. Aber da stehen die Chancen da denkbar schlecht. Naja, ich könnte meinen dritten Wunsch dazu benutzen, dich zu befreien. Ja, Aladdin ist ein herzensguter Mensch. Haben meine Spitzenärschen dich da richtig gehört? Meister, würdest du das für mich tun? Bei meinem Dude. Ist es ein Dude, was er da hat? Du nimmst mich doch nicht auf den Arm, oder? Ehrenwort, Genie. Es gibt sowieso bloß eine Sache, die ich mir wirklich wünsche. Dann gehen wir die Sache doch an. Ich darf dich doch Ellen nennen, oder? Und was wirst du dir wünschen? Ruhm? Reichtum? Eine Herde Kamele? Ja, ist klar, eine Herde Kamele. Die du dein eigen nennst? Ist man ein richtiger Pascha oder was, wenn man eine Kamele hat? Naja, es gibt da ein Mädchen. Ihr Name ist Jasmin. Sie ist die Prinzessin von Agrabah. Und das ist das Problem. Für einen Jungen wie mich ist es schwierig, sie zu treffen. Und ja, erstmal schön baden, dann geht's vielleicht. So fing alles an. Jafar, der königliche Visier, sagte, er würde mir helfen, Jasmin zu treffen. Es klingt so, als wünschest du dir, Jasmin zu jederzeit sehen zu können, richtig? Dann nehmen wir doch gleich das ganze Paket. Du triffst die Lady nicht bloß, wir machen dich zum Prinz Ali. Wie klingt das in deinen Ohren, Ich, ein Prinz? Kannst du das wirklich tun? In einer agrabahischen Minute. Dann ist die Legende also doch wahr. Sora, schnell, gehen wir zum Palast. Ja, wir haben jetzt 2 Minuten 25 verschwendet, um das herauszufinden, dass der ein agrabischer... Irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Irgendwas werden kann. Naja, aber ob Jafar wirklich ihn nur deswegen in die Wunderhöhle geschickt hat? Wer weiß. Vielleicht hat er was anderes vorgehabt. Und ich bin in die ganz falsche Tür gegangen. Dämlich. Okay, dann jetzt so und dann so. Und okay, dann muss ich weiter hoch. Warte mal. Ach, ich bin doch behindert. Ich gehe noch. Ach, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Okay. Ich will das eigentlich schnell erledigen, dass es mindestens 30 Minuten lang ist, der Part. So. Und hier ist das, ja. Tritt mal die Tür. Dankeschön. So. Hey, sieh dir das an. Das ist ja
Das ist Jasmin. Schön erkannt. Sie braucht unsere Hilfe. Goofy ist der Blick. Wir werden es niemals rechtzeitig schaffen. Dann habe ich keine Wahl. Genie, ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Geht klar. Attacke! Sie verschwinden so im Nichts. Jasmin? Glück gehabt, sie ist ohnmächtig. Sieht aber aus, als ginge ihr es gut. Jetzt hast du aber bloß noch einen Wunsch übrig. Oh, die Herzlosen. Nicht schon wieder. Entschuldige, Genie, aber du bist der Einzige, der wartet. Dies ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Diesmal kümmern wir uns um das Wünschen erfüllen. Siehst du, diesmal brauchten wir Genies Hilfe gar nicht. Also, ich habe den Kampf rausgeschnitten und ich habe ein Äther bekommen. Das zeige ich euch gleich. Danke, Sora. Jetzt habe ich also nur noch einen Wunsch frei. Was in aller... Huch, was ist los? Oh nein, die Lampe. Sie ist verschwunden. Und wer hat es? Die Pussy. Sieht so aus, als wären meine Pläne gescheitert. Ich war mir sicher, du würdest deinen letzten Wunsch vergeuden. Schließlich war Jasmin in Gefahr und es galt, die Herzlosen zu bekämpfen. Aber egal, so oder so bin ich jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Schaffer? Ich habe dir die Lampe gebracht, um die du mir gebeten hast. Versuche nicht, mich auf die Arme zu nehmen, Junge. Du wolltest mit der Lampe Jasmin gewinnen. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Du! Wenn ich Prinzessin Jasmin heirate, hält mich nichts mehr davon ab, König von Agrabah zu werden. Du bist nichts weiter als ein Bauer in meinem Spiel, du kleine Kanarate. Geist, mein erster Wunsch, bring mir Jasmin her. Ey, für so eine... Genie, was machst du da? Tut mir leid, mir sind durch ihn die Hände gebunden. Ich habe demjenigen zu gehorchen, der seine Flossen an der Lampe hat. Exakt, lebe wohl. Aladdin, du Narr. Okay. Na super, jetzt habe ich Jasmin verloren und die Lampe. Du hast später noch Zeit, dich schlecht zu fühlen. Wenn du dich jetzt nicht zusammennimmst, wirst du Jasmin nie wieder mehr sehen. Du hast die Lampe verloren. Na und? Du kannst sie immer noch selbst retten. Jemanden zu verlieren, der dir wichtig ist, ist schlimm. Ihn nie wieder zurückzubekommen, ist schlimmer. Sora. Das ist wahr, was er gerade erzählt. Du hast recht, ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde Jasmin retten. Aber Jafar hat die Lampe. Wir können nicht einfach zu ihm gehen und hoffen zu gewinnen. Doch, eigentlich schon. Vielleicht doch, ich habe deine Idee. Hör zu. Schlüssel zur Wahrheit. Okay, so. Ach so, hier ist der Speicherpunkt. Ich hoffe, hier hört meine Mama nicht. Ich will echt wissen, warum sie so eine laute Stimme hat. Egal, ich glaube, ich kriege auch später so eine laute Stimme. Dann werde ich irgendwie mein Let's Play normal reden, aber ihr werdet denken, warum schreit der Junge? Warum? Aber nur vielleicht. Jetzt der Bossfight. Nach dem Bossfight werde ich die Gesorgtheit machen. Okay, es geht weiter. Ich schwör, weil es in dieser Familie hat niemand klopfen gelernt. Was ist denn das? Hat Aladdin seine kostbare Jasmin schon wieder aufgegeben? Für euresgleichen werde ich keinen Wunsch vergeuden. Mit euch komme ich auch allein klar. Aladdin, jetzt! Was, du Geist, schnapp ihn dir! Ey, verzeih mir! Bitch-Slap! Du bist drauf eingefallen, Jafar? Wie meinst du das? Er meint, dass du gerade deinen zweiten Wunsch verspielt hast. Bleibt bloß noch einer. Komm schon, nutz ihn, um Jasmin herzugewinnen. Aber mit uns musst du es noch aufnehmen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist so clever. Ich schwör, weil sie kam einfach so rein, fegt. Und ich gucke jetzt so zu, ich dachte nur, hallo, klopfen? Wie wär's mit klopfen? Ich hab ja... So, die List einer Ratte. Aber leider kannst du nicht über den Tellerrand hinaussehen. Dein kleiner Trick ändert gar nichts.
Ich kann dich für ein für alle Mal vernichten und Jasmin gewirkt haben. Geist, mein letzter Wunsch, verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Und es ist so heiß. Das muss Jaffars Werk sein. Ach wirklich, weswegen hat er wohl diesen Wunsch gesagt? Ach so, die Aufgabe ist es jetzt, die Papagei anzugreifen. Ja, die Grünen würden sagen, nein, Gautam, du darfst ihn nicht angreifen. Er ist ein guter Papagei, aber nein, in diesem Moment ist er kein guter Papagei, weil er mich verarscht. Kommst du mal... Oh, scheiße. Wieso bin ich jetzt in... Okay, ich muss jetzt darauf. Da komme ich mit einem riesen Genki-Dama Magma-Ball an, der mich sowieso nicht treffen wird. So, so. Pech gehabt, Pussy. Okay. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, kannst du Laserstrahlen machen? Glückwunsch, Pussy. So, so. Ach, mein Bruder ist auch noch der Witzigste. Er sagt noch, nein, Gautam ist nicht da. Nein, ich bin ganz alleine. Und jetzt schläft er. Er ist der Witzigste. Deswegen hat meine Mutter auch gedacht, dass ich nicht zu Hause bin. Also ist so gesagt auch seine Schuld, aber sie hat auch anklopfen können. Nein, aber anklopfen ist ja was Untypisches. Das macht man ja heutzutage nicht. Ach, wie nicht jetzt, wie sich das denn so aufgeregt hat. Die kam einfach so rein, so ganz stumpf. Und fegt einfach mal so. Ihr habt es bestimmt gehört. Als sie so für einen kurzen Moment still war. Es lag daran, dass sie so gefegt hat und ich sie gerade so komisch angeguckt habe. Ich dachte, hallo, aufnehmen? Siehst du mich irgendwie nicht? Und wie schon gesagt, dieser Boss ist ein Witz. Man sieht es ja, man sieht es eigentlich. Vom Schaden her, wie viel er bei mir abgezogen hat. Und das ist sehr, sehr wenig. Ey, so ein kleines Stückchen auch noch. Was willst du eigentlich? Hier, so. Okay. So, Bams. Und komm runter. Jaffa erhalten. Das wäre also erledigt. Ja, Jasmin ist gerettet und wir haben auch die Lampe wieder. Ey, Aladdin, hast du nicht noch einen Wunsch übrig? Natürlich hat er das. Nun ist es aber an der Zeit, endlich einen Prinzen aus ihm zu machen. Natürlich wäre ich gern frei, aber wie heißt es doch? Lappengeister haben keine Wahl. Ihr nehmt mir wohl auch die ganze Sache mit Jaffa und dem Meisterwechsel übel. Mach schon, El. Erfülle dir deinen Herzenswunsch. Werde Prinz. Schnapp dir das Mädchen. Jetzt sieht man Els Gutmütigkeit aber richtig, obwohl er rote Augen hat. Okay, hier kommt's. Ich wünsche mir Freiheit für Genie. Dun, dun, dun. Yay! Jetzt hat er Beine bekommen. Aber ey! Nun kann dich keiner mehr für seine bösen Absichten nutzen wie Jaffa. Genie, du bist frei. Ey, das werde ich dir nie vergessen. Aber was ist mit Jasmin? Was willst du tun? Ich hatte Unrecht, Genie. Wenn ich deine Hilfe angenommen hätte, um Jasmin zu gewinnen, wäre ich kein Deut besser gewesen als Jaffa. Jasmin bedeutet mir alles. Ich möchte ihr zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist die richtige Einstellung. Danke, Sora, und viel Glück. Wofür? Vorhin, als ich bereit war aufzugeben, hast du was gesagt, das mich aufgemuntert hat. Da wurde es mir klar, du hast auch jemanden verloren, der dir sehr wichtig ist. Stimmt. Du, Genie, spar dir deine Worte, Kleiner. Ich weiß genau, was du denkst. Für dich, Sora. Hier, bitteschön.
Wann immer du mich brauchst, ruf mich einfach. Einverstanden, Al? Klar. Bist du sicher? Klar doch, hey, ohne euch wäre ich diese Lampe nie losgeworden. Außerdem denke ich, dass Aladdin und nun sehr gut allein klarkommen wird. Wow, vielen Dank. Dann können wir doch nur hoffen, dass unser beider Wünsche wahr werden. Macht's gut, Sora. Genie halten. Mal kurz gleich angucken. Aber warte mal, erstmal alles mal anspringen hier. Okay. Ich glaube, gleich kommt noch ein Bossfight, aber erstmal euch zeigen, was ich alles jetzt bekommen habe. Sets verwalten, Karten hinzu, also wie schon gesagt, dass ich Äther bekommen habe. Wo ist das Äther denn? Jaffa, Gegner kann. Oh ja. Äther ist hier, habe ich bekommen. Okay. Ich gehe jetzt mal speichern. Und wir sehen uns das nächste Mal.